Hallo im Küchengarten. Es ist Ende Februar, Anfang März und jetzt hat die Gartensaison wirklich schon total intensiv begonnen. In der Nacht wird es jetzt teilweise zwar noch richtig kalt, ja gut, richtig, also für meine Breiten gerade in der Ostschweiz, in Mitteleuropa, hier habe ich in der Nacht schon mal -1 bis -4 Grad. Tagsüber kann es aber dann trotzdem schön sonnig sein mit bis zu 10, 14 Grad. Und wenn ich dann die Zeit richtig abpasse, dann kann ich hier im Garten schon richtig schön aktiv werden. Für heute habe ich mir einiges vorgenommen und da möchte ich euch gerne mitnehmen. Zum Beispiel könnt ihr euch sicher an mein selbstgebautes Hochfrühbeet erinnern neben meinem Gewächshaus. Das ist jetzt über die Saison und dann auch im Winter ziemlich abgesackt. Also ich war doch recht schockiert, wie viel, weil eigentlich hatte ich das ganze Material schön zusammengepresst und komprimiert. Da muss ich jetzt was tun, damit ich es für die Frühsaison vorbereiten kann. Da könnt ihr es sehen, die ganze Geschichte ist an die 40 bis 50 Zentimeter abgesackt. Jetzt möchte ich hier natürlich neues Material auffüllen und dann habe ich ja noch vor, meine Frühbeethaube drauf zu tun, damit ich hier schon mit Salaten, mit Kohlrabi, Fenchel und rote Beete anfangen kann, rechtzeitig im Jahr zu pflanzen. Jetzt habe ich hier noch ein paar Sachen drinnen, zum Beispiel eine kleine rote Beete, die nichts geworden ist. Sowas bekommen dann immer meine Degus, meine kleinen Hamster im Haus. Das nehme ich natürlich raus. Und hier habe ich noch Petersilienpflanzen vom letzten Jahr und die schauen eigentlich noch ganz gut aus. Bei denen hat es geheißen, sie sind teilweise frostfest und zweijährig. Das heißt, die werde ich versuchen zu erhalten. Die nehme ich jetzt raus und setze sie nachher, wenn ich das ganze Substrat wieder aufgefüllt habe, wieder oben rein. Von meinem Onkel habe ich jetzt hier eine schöne Fuhre Pferdemist bekommen. Das ist immer super zum Wiederauffüllen der Beete. Erstens sind die Pferde nicht besonders gute Verdauer. Das heißt, es hat in diesen Pferdeköteln noch sehr schön Nährstoffe drinnen. Außerdem während der Verrottung wird das Ganze schön warm. Das heißt, vor allem bei Frühbeeten, wenn das dann von unten an die Pflanzen, an die kleinen Setzlinge wärmt, ist das natürlich großartig, auch wenn dann noch ein Dach drüber ist bei so einem Frühbeet. Und deswegen werde ich jetzt eine gute Schicht Pferdemist in dieses Hochbeet einarbeiten, um es wieder zu befüllen. Zuerst werde ich jetzt immer halbiert von der einen Seite die oberste Schicht Erde wegheben, weil das ist wirklich gute, hochqualitative Erde, schön feinkrümelig und voller Nährstoffe. Und dann werde ich meinen Pferdemist einarbeiten und dann die Erde wieder drüber geben. Und dann habe ich das Ganze schön erhöht und den Pferdemist schön unterhalb der 40 cm Grenze, die die Pflanzen brauchen, um ihre Wurzeln zu bilden. Oder besser gesagt, die Pflanzen verwenden, um ihre Wurzeln auszufahren.
Jetzt sieht das Ganze schon viel besser aus. Jetzt habe ich hier noch meinen eigenen Kompost, den ich seit 2 Jahren hier anlege. Und von dem werde ich jetzt auch noch eine gute Portion nehmen und mit der obersten Erde großzügig vermischen. Bis ich dort in diesem Frühbeet etwas pflanze, werden sicher noch an die 3 Wochen, 4 Wochen vergehen. Und bis dahin hat der Kompost sich schon schön mit der alten Erde vermengt und sie schön angereichert. Jetzt ist das Hochbeet wirklich wieder schön aufgefüllt und jetzt kommt nur mehr die Frühbeethaube drauf. Fertig vorbereitet für die neue Saison mein Frühbeet. Als nächstes geht es an die dicken Bohnen. Ich habe welche von der Sorte Eleonora. Die kann man jetzt schon herrlich aussehen. Die sind nämlich sehr frostunempfindlich und keimen auch schon bei niedrigen Temperaturen. Ich weiche sie hier über Nacht in Wasser ein, damit sie sich gut vollsaugen können und schon etwas vorkeimen. Man kann sie allerdings auch in Kamillentee einweichen. Das soll auch sehr gut sein. Dann habe ich hier meine Anzuchtschalen. Die fülle ich mit Anzuchterde, darin die dicken Bohnen vorzuziehen, vorkeimen zu lassen. Warum mache ich das? Einfach aus, also man könnte sie natürlich auch gleich direkt ins Beet setzen. Allerdings habe ich so eine bessere Kontrolle, welche Bohne keimt, welche keimt nicht. Und auch etwas geschützter im Gewächshaus keimen sie besser als im Freiland. Jetzt drücke ich die dicken Bohnen einfach so in die Erde hinein. Decke sie danach wieder mit Erde zu. Und dann werden sie ins Gewächshaus gestellt. Dort sind sie vor Frost geschützt und dort können sie vorkeimen. Was ich unbedingt jetzt auch aussehe, ist Petersilie. Die braucht nämlich ungemein lange, um zu keimen. Das heißt, da werde ich jetzt schon einen großen Vorrat an Sämlingen anlegen, damit ich in dieser Saison unbedingt genug davon habe. Vorgehen tue ich da wie bei allen anderen Aussaaten. Ich verteile Erde in meiner Anzuchtplatte, drücke die dann mit einer zweiten Anzuchtplatte schön fest, damit die Samen nachher guten Erdkontakt bekommen, gieße das Ganze gut an, verteile die Samen drauf, decke es wieder mit Erde ab und dann kommt das Ganze ins Gewächshaus, wo die Petersilie keimen kann. Hier im Gewächshaus ist es jetzt auch endlich soweit, dass ich etwas in die Beete setze. Ich habe mir im Gartencenter vorgezogene Salatpflänzchen gekauft und die kann man jetzt schon richtig gut im Gewächshaus heranziehen. Die Erde habe ich ja hier schon vorbereitet und es wird auch in der Nacht nicht mehr so extrem kalt, also im Gewächshaus mit einer Kerze kann ich die Temperatur immer gut über dem Gefrierpunkt halten. Bei Salat ist es immer ganz wichtig, dass man ihn nicht zu tief in die Erde setzt. Die Blätter mögen es nämlich überhaupt nicht, wenn sie nass werden. Eher
hoch aufsetzen, die Wurzeln wachsen nach unten, sowieso in das Substrat hinein. Auch gut angießen und schon können sie wachsen. Da werde ich in ein paar Wochen schon meinen ersten Salat essen. Im Gewächshaus habe ich auch schon ein paar vorgezogene Pflänzchen stehen, die nicht sehr kälteempfindlich sind, wie hier zum Beispiel Rotkohl und Gemüsezwiebel, hier Winterlauch und Salat, die ersten selbstgezogenen. Die dauern aber noch ein bisschen, deswegen habe ich mir zusätzlich welche gekauft. Als nächstes bringe ich jetzt noch Spinat aus. Das mache ich in mehreren verschiedenen Beeten. Meistens in jenen, wo ich nachher Tomaten pflanzen will, weil bis dahin ist der Spinat abgeerntet. Der schießt ja, sobald es warm wird, er geht in die Blüte. Da macht es mir auch nichts, wenn ich zu viel habe, denn die jungen Spinatblätter kann man einerseits im Salat essen, andererseits kann man ihn auch gut haltbar machen, einfrieren oder zu Cremespinat verarbeiten. Also Spinat ist bei uns nie fehl am Platz. Als nächstes kommt dann auch noch das Wurzelgemüse dran. Ich möchte ganz viele Karotten aussehen, die essen wir wahnsinnig gerne und die sind recht problemlos. Aber das mache ich nicht mehr heute. Für heute habe ich mir den Feierabend verdient. Es ist schön, dass ihr mich bei diesen ersten Gartenarbeiten und den ersten Aussaaten begleitet habt. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf. Das unterstützt mich sehr. Oder lasst mir einen Kommentar da, was ihr so anpflanzt oder was ihr noch gerne von meinem Garten sehen möchtet. Bis dann!